Seltsam. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, mich gerade zu fragen, ob ich nicht vielleicht aufstehen wolle wegen eines feinen Essens. Was man mir. Immer mache ich das auf diese Weise, geht aber nicht anders, weil. Die Umstände. Man vermutet, dass ich eventuell nicht. Dass ich eventuell gerade erst dem Bett entschlüpft wäre. Das ist natürlich lächerlich. Das, was mich hier so ungeschminkt aussehen lässt, ist das helle Sonnenlicht, das wunderschöne Sonnenlicht da. Bald ist Weihnachten. Übrigens, ich habe heute eine Primel aufblühen sehen. Ja, im Garten. Fantastisch. Das muss ich nachher fotografieren und mit einbauen. Bevor muss ich mich dringend schminken. Denn, am Ende merkt noch jemand. Das ist natürlich nur jetzt zwischen uns hier. Ist ja nicht das Internet. Also, ich meine, im Internet, ja. Aber es interessiert ja nicht jeden, dass ich hier zu mogeln versuche, was das Zeug hält. Eigentlich habe ich dafür gar keine Zeit. Mogeln erfordert Zeit. Das ist mein Punkt hier. Mogeln erfordert Zeit. Wer mogeln will, muss sich Zeit nehmen. So auf die Schnelle geht das nicht. Es ist verräterisch. Wo ist mein Lippenstift? Ich brauche Rouge. Und eine Lifting-Ampulle. Ach Gott. In einer halben Stunde soll ich fertig sein und kann noch nicht mal die Zahnweißstreifen einlegen, die ich benutzen wollte. Das ist einfach ein Desaster. Wisst ihr, das hängt alles mit der Zeit. Dieser Zeit. Sommerzeit-Winterzeit-Geschichte zusammen. Genau, das ist die. Das ist der Kasus Knactus. Ich bekomme gerade eine Nachricht. In 15 Minuten bin ich offiziell fertig. Habe ich fertig zu sein und das allein tut's nicht. Och. Ja. Ich habe es schon vorher gesagt. Nicht in diesem Video, aber grundsätzlich. Man sollte die guten Schwindeleien aufheben für wirkliche Notfälle. Alles andere darf offen herausposaunt werden. Alles andere darf offen gesagt werden. Man sollte sich nicht genieren und schon gar nichts herumkonstruieren um irgendeine Gelegenheit, die einem eventuell nur peinlich sein könnte. Schwindeln darf man. Muss man sogar, wenn man andere Leute dadurch schützt. Und ihnen ein schöneres Leben ermöglicht. Geteilter Stress ist nicht halber Stress. Er könnte jemand anderem wie ganzer Stress vorkommen. Die Mathematik hat uns das nicht gelehrt, beziehungsweise unsere Lehrer damals. Aber es ist ein Fakt. Wenn jemand Stress hat, und man sieht es ihm eventuell auch noch an, macht das nichts. Das macht überhaupt nichts. Es soll bloß darauf geachtet werden, dass es nicht in anderen Gesichtern sichtbar wird, wenn man selber mit irgendetwas nicht zurechtkommt. Zeitmanagement. Geldmanagement. Jahreszeitenmanagement, Tagesmanagement. Das ganze Gedöns. Ist jemand irgendwie in der Lage, heute zu lächeln? Hurra, das darf man teilen. Denn das gibt einen. Also Input gleich Output. Wenn ich jetzt aber auch was. Es gilt dann ja auch umgekehrt. Dafür war die Mathematik schon wieder gut. Denn sende ich was aus, kriege ich es auch zurück. Echo. Na, die Musik lehrt uns das. Oder Physik? Muss ich mal nachfragen. Ja, da könnten mir doch die Spezialisten auf YouTube helfen. Sollte ich erstmal unter Wissenschaft posten? Ja, könnte ich direkt. Ja. Das Genre wäre ja wohl Unterhaltung. Wir unterhalten uns ja. Macht nichts. Ach Gott, schon wieder 4 Minuten. Ich stopp mal lieber. Sonst kriege ich meinen Lippenstift niemals auf die. Ach, die Sonne ist so schön. Die Vögel zwitschern. Wahnsinn. Hört ihr das? Hörst du es? Ja, mal hin. Ich habe einen Apfel rausgeworfen. Vorher geteilt und so. Habe doch ein Apfelbäumchen gepflanzt. Habe ich das schon erzählt? Ach ja. Sollte jeder mal tun, wenn er kann. Ich bin da ganz dicht bei Martin Luther. Und davon gehe ich auch nicht ab. Nur jetzt aus diesem Programm raus. Irgendwo ist ja doch manchmal praktisch, wenn kein Vampir ist, nicht? Toller Tag. Bis bald. Albern, nicht? Macht nichts. 5 Minuten täglich darf man albern sein. Minimum.